Kennst du das, wenn du dich fragst, wie schaffen das die Profis, diese unglaublichen Reflexe zu haben, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt jedes Mal einen Schlag ausweichen und dann dementsprechend den Gegner auch abkontern und dann auch einen effektiven Schlag an ihn ansetzen? Wie schaffen die das? Eine Möglichkeit wäre es, die Reaktion zu trainieren. Und genau darum soll es heute in diesem Video gehen. Ich zeige dir, wie du deine Reaktion trainieren kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen auf Boxing Arts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Ferhat, und mit dem heutigen Thema, wie du es schaffst, deine Reflexe und deine Reaktion zu verbessern. Die sogenannte Reaktionszeit hängt von zahlreichen Faktoren ab. Du musst zum Beispiel etwas verarbeiten, was du gerade gesehen hast, um dann daraufhin die angemessenste und schnellste Reaktion zu zeigen, um dann dort deinen Körper hinzubewegen, also sprich deine Muskulatur dorthin zu bewegen. Im Kampfsport haben wir eigentlich nur zwei große Gruppen von Signalen, auf die wir achten müssen. Das erste große Signal ist visuelle Signale. Also sprich, wir reagieren auf etwas, was wir gesehen haben. Im Boxen wäre das dann im Sparring oder im Wettkampf. Du siehst, wenn der Gegner immer den Jab bringt, hat er die rechte aber hängen. Das heißt, du nutzt diese Lücke aus und triffst ihn dann dort hart. Das zweite große Signal sind die taktilen Signale. Also das heißt, wir reagieren auf Berührungen. Beispielsweise wieder im Kampf oder im Sparring. Du lässt dich zum Beispiel mit Absicht auf die Doppeldeckung hauen und weist dann sofort darauf hin, ich schlage ihn zurück. Also du lässt dich hauen, bumm, und triffst ihn sofort mit 1-2. Oder wenn wir zu nah an dem Gegner dran sind, dann weißt du, okay, ich bin in der Nahdistanz, ich kann ihn berühren, ich gehe einen Schritt zurück, um ihn dann dort viel besser treffen zu können. Ich zeige dir jetzt mit drei Übungen, wie du es schaffst, deine Reaktion und deine Reflexe zu verbessern. Die erste Übung ist mit dem Tennisball. Und zwar kannst du damit Folgendes machen. Du gehst hier und wirfst den Tennisball jetzt immer gegen den Boden und versuchst ihn dann hier aufzufangen. Okay, als ob du schlagen würdest und greifst ihn dann im richtigen Moment. Wir werfen hier, bumm. Oder wir werfen hier, bumm. Dann wieder, wir werfen hier, bumm. Dann wieder, wir werfen hier, bumm. Beweg dich auch dabei. Wie als ob du hier Schattenboxen machen würdest, greifst du den Ball jedes Mal, bumm, im richtigen Moment. Kannst du auch versuchen, mal von unten zu fassen. Ist ein bisschen schwieriger, ne? Aber du übst ja hier. Dann bewegst du dich wieder, bumm. Dann wieder, bumm. Das ist die erste Übung. Die zweite Übung ist mit dem Reaktionsball. Der ist nicht so wie der Tennisball rund, sondern der ist uneben. Bedeutet für dich, dass der schnell die Richtung wechseln kann und du musst dann daraufhin schnell reagieren. Ich zeige dir einmal, wie das funktioniert. Du kannst ihn entweder hier auf den Boden werfen, ne? Du wirfst ihn zum Beispiel hoch. Und reagierst dann schneller drauf. Dahin geht er, okay, hebst du ihn wieder auf. Du wirfst ihn wieder auf den Boden, okay, dahin geht er. Du hebst ihn wieder auf. Oder aber, du kannst ihn auch gegen die Wand werfen, beispielsweise hier. Dann reagierst du schnell dahin. Er geht hier hin. Du wirfst ihn hier gegen die Wand, dahin. Greifst ihn wieder. Hier hin, genau dahin. Das war die zweite Übung. Ja, die dritte Übung ist mit dem Reflexball. Das ist hier so ein Band, das bindet man sich um die Stirn und da dran hängt so ein Ball und der kommt immer wieder auf dich zurück. Ich zeige dir einmal, wie das funktioniert. Du stehst hier auch in Boxstellung ganz normal und versuchst dann immer den Ball zu treffen. Es gibt hier mehrere Stufen von dem Ball. Ich habe jetzt hier die kleinste Stufe, also die schwierigste Form. Und ja, du fängst dann halt einfach an mit dem größeren Ball, der ist dann ein bisschen einfacher zu treffen. Und wichtig ist hier, dass du dich auch bewegst, wie im Schattenboxen oder wie beim Boxen ganz normal. Ne? Beinarbeit nehmen, du kannst auch hier die Richtung wechseln, dich nicht treffen lassen. Ne? Hopp, gehst du hier wieder weiter, bewegst du dich. Das ist eine wunderbare Methode, um deine Reflexe und vor allem auch deine Reaktion zu verbessern. Hopp, das war die dritte Übung. Ja, das waren die drei Übungen, die ich dir gezeigt habe, wie du deine Reaktion und deine Reflexe auf jeden Fall verbessern kannst. Du darfst aber eine Sache nicht außer Acht lassen. Beim Sparring oder auch durch die Wettkämpfe dann, wirst du das meiste lernen. Also dadurch verbesserst du am besten deine Reaktion und deine Reflexe. Diese drei Übungen dienen lediglich nur zur Optimierung, also zum Verfeinern deiner Reflexe und deiner Reaktion. Falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du deine Schnellkraft oder beziehungsweise deine Schlagkraft trainieren kannst, dann schau dir auf jeden Fall das Video hier oben an
Und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest über das Boxtraining und das Boxen allgemein, dann abonniere jetzt meinen Kanal und freue dich auf weitere Videos. Bis dahin, ciao.